Fabienne Serrière liebt Stricken. Und sie liebt programmierbare Strickmaschinen. Diese Geräte aus den 80er Jahren konnten zwar schon einfache Aufträge für Strickmuster verarbeiten, aber das hat Fabienne nicht gereicht. Also hat sie ihre Strickmaschine aufgeschraubt und nachgerüstet. Jetzt können die Zungennadeln ihrer Strickmaschine beliebige Muster erzeugen. Weil wenn man eine ältere Strickmaschine hat, man möchte mit einem modernen Rechner damit sprechen und vielleicht einfache Weg, ein Bild an die Maschine zu schicken. Fabienne Serrière ist Hardware-Hackerin. Ihr Spezialgebiet sind also nicht Computerprogramme, sondern Elektronikbauteile, Computerchips und Leiterbahnen. Das gibt so Kontrolle über Maschinen. Hardware-Hacker bedeutet, man hat noch viel mehr Funktionalitäten, nicht nur Software, aber auch hardwaremäßig. Aber Fabienne Serrière baut noch andere Maschinen. Zu Hause hat sie ein Gewächshaus gebaut. Eine Computersteuerung versorgt ihre Orchideen selbstständig mit genug Licht und Feuchtigkeit. Maschinen reparieren und Maschinen bauen, die es nicht zu kaufen gibt. Das ist Hardware-Hacking. Früher war es ganz normal, Autos oder auch Heimcomputer selber zu reparieren. Heute ist das bei Computern meistens sogar verboten. Sonst übernimmt der Hersteller keine Garantie mehr. Außerdem, wer würde sich schon trauen, an seinem Smartphone herumzulöten? Das war einfacher, was zu reparieren früher mal, aber jetzt haben wir mehr Möglichkeit mit Digitaltechnologie, was komplizierter auch zu machen. Und deswegen lohnt sich, das zu lernen. Oft verwendet Fabienne gebrauchte Elektronik, aber sie benutzt auch mal vorgefertigte Bauteile. Zum Beispiel den Arduino, ein kleiner Steuerungscomputer, über den analoge und digitale Maschinen miteinander kommunizieren können. Auch Stefania Druger ist Hardware-Hackerin. Aber sie baut nicht nur Maschinen selber, sondern bringt auch anderen Elektrotechnik und das Löten bei. Und bei Arduino geht das ganz besonders gut. Das ist wie mit Lego-Steinen spielen. Mit Arduino kann jeder Hardware hacken, weil es sehr einfach ist. Es ist wirklich günstig und man findet online oder offline leicht Hilfe von anderen Menschen, die damit arbeiten. Mit Arduino kann jeder seine eigenen Elektrogeräte erfinden. Die Pläne dazu werden zum Nachbauen im Internet veröffentlicht. Und weil das so einfach ist, verwendet Stefania Druger den Arduino-Controller auch dafür, um Kindern das Hardware-Hacken beizubringen. Wir machen das, weil da eine Lücke klafft zwischen dem, was sie heute in der Schule lernen und wie die Technik gerade voranschreitet. Wir wollen, dass Kinder aktiv werden. Sie sind in diese Welt der Technik hineingeboren, deswegen haben sie keine Angst davor. Sie sind sehr neugierig, das alles auszuprobieren, Sachen zu bauen und zu verstehen, wie das wirklich funktioniert. Mit Arduino hat Stefania Druger schon überall auf der Welt Kindern beigebracht, wie sie mit einem Lötkolben ihre eigene Hardware basteln können. Aber auch viele Erwachsene sind neugierig. In ihrem Workshop hat der Grafikdesigner Tito Rodriguez zum Beispiel sein erstes Stück Hardware gelötet. Die meisten nutzen das natürlich nur und wissen aber gar nicht, wie es funktioniert. Es ist halt schön, irgendwie das selber noch zu löten und mitzubekommen, wofür die Dinge eigentlich sind. Hardware-Hacking ist mehr als nur Elektrospielerei. Wer seine Hardware versteht, erhält sich ein Stück Freiheit in der digitalen Welt. Wenn man Computer nicht nur so verwenden kann, wie sich der Hersteller das wünscht. Gerade weil die Technik immer leistungsfähiger wird. Ich will nicht, dass wir irgendwann nur noch Geräte benutzen, die vollständig geschlossen sind und wir nicht mehr reinschauen und verstehen können, wie sie funktionieren. Jedes Mal, wenn etwas kaputt geht, müssten wir dann etwas Neues kaufen. Und mit ein bisschen Geduld kann jeder lernen, wie man mit dem Lötkolben die eigene Technik aufrüsten kann. Es müssen ja nicht gleich Strickmaschinen und Gewächshäuser dabei herauskommen.